Hi, Freunde! Na, willkommen zurück zu Risen 3. Hier ist Maddie wieder. Und hier sieht's aus, Kinder. Alter Schwede, das war dieser doofe Franzose, ne? Mit dem ich diesen blöden Shootout-Wettbewerb machen musste. Das war richtig räudig. Hier war lange keiner mehr. Leute, ist das eine Piratenstadt und bin ich hier gerade in ein Szenario gestoßen oder was? Zacks Kiste. Zack. Oh, der hat viele Sachen. Alle meine jetzt. Ich weiß gar nicht, ob Zack überhaupt noch lebt. Für Zack. Ist es mir egal. Ist da wer? Ach, ist einer hier in der Kiste? Ist da jemand? Ja, ich bin hier. Hallo. Wo seid ihr denn? Hallo. Ja, Arschleckenmarktplatz hier, wa? Was gibt es hier sonst noch außer dir und den Piraten? Ich meine, einen Dämonenjäger gesehen zu haben. Dämonenjäger? Ja, richtig. Er war ebenfalls auf dem Weg in die Stadt. Wenn du ihn treffen willst, würde ich mal in der Taverne nach ihm suchen. Warum suchst du magische Kristalle gerade hier auf Antigua? Natürliche Vorkommen sind hier nicht zu erwarten. Das ist wahr. Jedoch... Nun, es sind seltene Kristalle. Genau der richtige Schatz für Piraten. Die Magier trugen mir auf, hier bei den Piraten zu suchen und drei dieser Kristalle auf Antigua zu erbeuten. Drei? Warum gerade drei Kristalle? Antigua ist eine kleine Insel. Wenn es hier magische Kristalle gibt, dann nur eine Handvoll. Drei davon zu finden, wäre schon ein voller Erfolg. Was ist so interessant an diesen magischen Kristallen? Sie sind die Quelle unserer Kraft. Sie sind das Öl, das unser Feuer zum Lodern bringt. Die magischen Kristalle brauchen wir, um Magie zu wirken. Du bist nur wegen der Kristalle hier? Natürlich auch, um zu handeln. Auch wenn Piraten nicht gerade die besten Geschäftspartner sein sollen, sagt man sich. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich doch. Womit handelst du genau? Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Ja, komm. Verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. Schurkenring, Schlösserknacken plus 10. Klingenring, Taschendiebstahl plus 10. Hatte ich nicht so einen schon? Trank des... Sowas! Sowas! Trank der Überzeugung. Das hätte ich gebraucht gerade. Aber das hätte mich sowieso nicht weitergebracht, alles. Quatsch hier. Quatsch, 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 Quatsch. Tja, das ist so das Problem dabei. Nehmen wir mal die Schatulle, die kannst du haben, die goldene Schale auch. Die haben mir einiges eingebracht hier. Spinnenbeine habe ich auch letztes Mal nicht verkauft. Warzenschweinfell, so viele, alle nicht verkauft. Äffchenschädel brauche ich auch nicht mehr. Schwanzstachel, weg damit. Oho. So. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Wo genau willst du denn nach den magischen Kristallen suchen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Verstehe. Mhm. Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Stichwaffen, Schwerter, Hiebwaffen, Gegenangriff. Meisterdieb. Silberzunge. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Traust du mir das etwa nicht zu? Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort? Was soll das denn heißen? Du Pfeife, wirst du keine zwei Tage überlegen. Hast du keine Angst vor den Piraten? Unsinn. Warum sollte ich? Ich bin ein Pilger und im Auftrag der hohen Magier unterwegs. Okay, warte mal. Nur, dass ich das auch verstehe. Du bist doch ein Fremder hier auf Antigua, richtig? Ja. Also ein wildfremder Kerl, der versucht, den schlimmsten Piraten der Südsee auf ihrer eigenen Insel ihren Schatz wegzunehmen, ja? Ja, aber... Tu uns beiden einen Gefallen und vergiss deinen Plan. Der ist scheiße. Aber wie soll ich denn... Besser, du lässt mich das machen. Sonst wirst du diese Insel nicht lebend verlassen, mein Freund. Na schön. Wenn du meinst... Der Wächter Ramon. Puh, ja. Die Welt ist eben nicht für Weicheier gemacht.
trotzdem würde ich gerne wissen, wo ich mir hier eine Bombe kaufen kann. Darum geht's. Das ist so ein bisschen wie Zombieland, wo der eine seinen Twinkie haben wollte und ich will einfach eine Bombe haben. Bleib stehen, du Unhold. Oh. Langsam, Mädchen. Ich tu dir nichts. Ach, ich dachte schon, du seist einer von diesen fürchterlichen Schergen. Aber du bist ja nur ein Herumtreiber. Tja. Ja, ich leite tatsächlich diese Schmiede. Und nein, ich leiste sonst keine Dienste. Auch nicht in schweren Zeiten. Entspann dich. Du bist völlig überdreht. Ist doch auch kein Wunder. Keiner traut mir zu, dass ich die Schmiede alleine betreiben kann. Und? Stimmt das? Oh, seitdem Wilson, dieser Halunke, mich hier zurückgelassen hat, läuft hier gar nichts mehr. Unsere Hafenstadt wird überrannt. Niemand kommt uns zu Hilfe. Und dann soll ich mich auch noch um diesen Lehrling Pansel kümmern. Das ist einfach zu viel für mich. War das eigentlich die, die sonst da vorne bei Di Fuego bei Alvarez gestanden hat und gesagt hat, ach, mit dem Schmied fange ich nichts an, das ist so ein Schmierling. Wieso ist Wilson weggegangen? Tch, das wüsste ich auch zu gern. Wie kann er nur irgendetwas mir vorziehen? Haut einfach ab nach Kalador, zu diesen verfluchten Dämonenjägern. Oh. Was will er denn ausgerechnet bei den Dämonenjägern? Ach, was weiß ich. Kanonen gießen oder irgendeinen Männerkram. Wer hat da so ein Flittchen sitzen? Hör mal, du bist doch ein Seefahrer, oder? Kannst du meinem Kerl eine Nachricht überbringen? Heutzutage ist es schwer für so persönliche Nachrichten einen geeigneten Boten zu finden. Ich wüsste zu gern, wie es meinem Wilson geht. Gerne. Wegen Wilson. Was bekomme ich, wenn ich deine Nachricht überbringe? Wie wäre es mit einem Kuss? Das, lassen wir lieber. Ha, du weißt nicht, was dir entgeht. Daneben 200 Goldstücke. Besser. Wo genau auf Kalador könnte Wilson sich aufhalten? Ich denke, du siehst dich dort am besten mal nach einer Schmiede um. Dort könnte er sein. Wäre ich nie drauf gekommen. Gib mir die Nachricht. Ich bringe sie zu Wilson. Aber dass du sie mir ja nicht knickst. Nein, und essen werde ich sie auch nicht. Jetzt gib schon. Hier hast du sie. Gute Reise. Die lese ich. Aber vorher speichere ich. So. Ich speichere nochmal. Nachricht. Wo ist sie denn? LN-Nachricht. Na, Graces Nachricht. Liebster Wilson, erinnerst du dich an unseren letzten gemeinsamen Sommer? Deine Lippen pressten sich an die meinen, der Wind spielte mit meinen Haaren, während ich in deinen starken Armen lag. Nun bist du fort und ich weiß nicht, wann du wiederkommst. Bitte kehre, sobald es geht, zu mir zurück. Immer das Gleiche. Kannst du mir was verkaufen? Gerne. Allerdings erst, wenn Pansel wieder an der Schmiede steht. Und das kann er nicht, solange wir von diesen Drecksviechern belagert werden. Pansel. Ich klau den Apfel. Hey! Was machst du hier? Ich hab einen Krug mitgenommen. Hey, du. Ja, erschreck mich nicht so. Was bist du denn für einer? Ich bin der Pansel. Ich merk's. Was machst du hier? Eigentlich müsste ich an der Schmiede stehen. Du bist Schmied? Nicht direkt, ich bin nur der Lehrling. Mein Meister ist allerdings auf Reisen und besonders gut bin ich noch nicht. Warum stehst du nicht unten an der Schmiede? Ich bin doch nicht verrückt. Da unten sind so unausstehliche Kreaturen. Deine Familie? Nee, ich rede von diesen Schattenwesen. Sie haben Donovan, den Büchsenmacher, getötet. Bevor die nicht weg sind, bewege ich mich keinen Meter. Schmiedearbeit ist schwer, was? Und wie? Ich vertrete Onkel Wilson. Der ist ein echter Meisterschmied. Und ich sag dir, wenn er aus Kalador wiederkommt, wird sich bestimmt kein Monster mehr hertrauen. Solange er aber nicht da ist, übe ich das Schmieden. Bin aber noch nicht weit gekommen. Warum wundert mich das jetzt nicht? Zurück an die Schmiede. Deine Kreaturen sind tot. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Schon gut. Hier, mein bestes Schmiedestück. Du hast es dir verdient. Wenn das Ding was taugt, fress ich einen Besen.
Rapunzels Meisterschwert. Ich gucke mir die jetzt erstmal an. Tja, vielleicht ist sie ja doch ganz gut. Komm. 10. Schaden 5 bis 10. Das ist wohl das mieseste Stück Metall, das je jemand... Das je geschmiedet, selbst das Schild, dieses Schwert ist so schlecht, dass selbst die Grammatik in der Beschreibung wieder falsch wird. Oh, oh, oh. Deine Belohnung sollte wohl ein Scherz sein. Wieso? Das Ding ist genauso nutzlos, wie du es bist. Das sag ich, Grace. Sag mir lieber, was ich hören will, sonst. Schon gut, dann nimm dieses Gold. Eigentlich wollte ich mir damit etwas Milch holen, aber dann verzichte ich eben. Dankeschön. Jetzt, wo deine Kreaturen weg sind, verkaufst du da auch Ware? Da musst du zu Grace gehen. Ich hab's nicht so mit dem Rechnen. Sag mal, was kannst du eigentlich? Du bist ganz schön gemein. Oh. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Ich kann dir zeigen, wie man Klingen schmiedet, die erst nach 3 Schlägen abbrechen, wenn du möchtest. Oder Nägel. Möchtest du wissen, wie man einen Nagel schmiedet? Nee, lass mal. Junge, du bist echt ein Weichei, weißt du das? Oh Gott, was tust du da? Ich habe dein Tagebuch geklaut und jetzt lese ich. Ich lese sogar laut vor. Ach nee, das ist ja nicht mehr deins. Tagebuch von Grace. Liebes Tagebuch, heute habe ich einen Fremden die Geschichte von meinem Vater Bongard, dem Freihändler, aufgetischt. Ich frage mich, warum ich das getan habe. Ich fühle mich einsam hier. Früher hatte ich wenigstens noch meine Kunden, aber heute, dieser verlauste Lehrling von meinem Mann, ist auch nicht zu gebrauchen, Vielleicht sollte ich mich wieder meinem alten Beruf widmen. Damals hatte ich wenigstens Gold in der Tasche. Oh, du kleine Hooker-Tante. Ja, ja, mit dem Pansel kann man's ja machen. Der sieht so ein bisschen aus wie jemand, mit dem ich in der 5. 6. Klasse war. Der meinte nämlich irgendwann, der würde gerne Bauer werden, aber dass er dazu zu blöd sei. Deswegen wollte er den Schulabschluss mit 3 anderen Leuten zusammenschmeißen, ohne Scheiß, zusammenschmeißen. Und die hätten dann beide, alle 3 einen Bauernhof gehabt. Ich müsste den mal anrufen. Ich wollte eigentlich mal fragen, so langzeittechnisch, ob das funktioniert hat. Hansel arbeitet wieder. Das freut mich zu hören. Wenn du willst, kannst du nun einen Blick auf die Waren werfen. Deine, du bist viel zu alt dafür. Zeig mir deine Ware. Quatsch alles, ne? Natürlich ist das hier alles Quatsch, was du dabei hast, gute Frau. Ich gehe jetzt in die Kneipe und sauf mir erstmal einen runter. Einen rauf? Habe ich das verwechselt? Denk nicht, das überleben wir nicht. Warum stehst du gerade auf dem Fass? Hab ich was verpasst? Überleg dir gut. Raus hier! Warum, Jungs? Echt, mal ehrlich! Du sollst hier verschwinden! Mach, dass du wegkommst! Also, manchmal... Also, ne? Raus! Raus her! Mach, dass du wegkommst! Raus her! Jungs, ich knall euch sowas von über den Haufen, wenn ihr Stress macht. Mac! Ey, Mac! Na, Junge? Na, Mac? Schlimme Zeiten sind das nicht, wa? Ja, Mac! Auch nicht schlimmer als sonst. Ich fange langsam an, mich daran zu gewöhnen. Viel Zorn liegt in deiner Stimme. Liegt dir was auf dem Herzen? Mir geht's im Moment nicht besonders. Nichts für ungut, Junge. Das geht vielen so in diesen Tagen. Nichts für ungut, kleiner Digger Mann. Wie sieht es an der Westküste von Antigua aus? Überlaufen von den Schattenwesen, Junge. Ich kann froh sein, dass ich in der Stadt war, als es richtig losging. Die Erde hat gewackelt und überall dieses ohrenbetäubende Gebrüll. Schrecklich. Hast du irgendeinen väterlichen Rat für mich? Es sind Fremde auf Antigua. Dämonenjäger und Anhänger der Magie. Wenn ich du wäre, würde ich mir ihre Geschichten genau anhören. Ich habe das Gefühl, dass sie uns noch nützlich sein werden. Da ist etwas Wahres dran. Hallo, wer bist du da? Ach, Spencer! Hey, du alter Haudegen. Lässt du dich auch endlich mal hier blicken? Die ganze Stadt geht vor die Hunde und du tingelst in der Weltgeschichte herum. Admiral Alvarez will dich sprechen. Digga, ich war ja, tot. Ja. Alvarez kann auch warten. Erzähl mir mal lieber, was in deiner Kneipe so los ist. Ach, ein paar herumhängende Geigen hier, ein paar versoffene Schweine da. Alles wie immer. Ach ja? Natürlich nicht. Guck doch mal nach draußen.
Die Hölle bricht über uns herein, Mann. Klingt ja fast beruhigend. Geh mal was zu saufen. Wie lange ist die... Wie lange ist die letzte Kneipenschlägerei her? Hey, lass die Fäuste ja unten. Vergiss das bloß schnell wieder. Versoffene Typen hin oder her, aber in diesen Zeiten müssen wir uns zusammenraufen. Hier, der geht aufs Haus. Besser eine rote Nase als ein blaues Auge, sag ich immer. Das Herzstück Antiguas. Meinst du die Insel oder die Stadt? Beides.